dieser Auswärtsprozess, der war wirklich der erste Meilenstein in der Wiederaufarbeitung, der eine größere Menge von Menschen erreicht hat, weil er auch so lange gedauert hat und weil sich eben über diese Zeit von anderthalb Jahren auch die Presse das immer weiter begleitet hat. Man muss auch sagen, recht reißerisch, also die Bild-Zeitung, ne, die dann immer am Tag habe ich 500 Leute tot gespritzt, war dann so die Blockschlagzeile, was auch ganz interessant war, weil es sind dann auch so Schülergruppen da rein und die haben sich Kaugummi kauend da hingesetzt in den Prozess und drauf gehofft, was, hier heute nur 20 Tote, was ist denn hier los? Also es schwappte auch so ein bisschen in die andere Richtung, weil es eben auch so unfassbar brutal und schlimm war, was da passiert ist, wird das gern aufgegriffen für Voyeurismus. Und interessant finde ich, dass eben Fritz Bauer diese Entwicklung da der Rezeption beobachtet hat. Und dann daraufhin als Reaktion hat er Hannah Arendt und Peter Weiß und Arthur Miller eingeladen als ProzessbeobachterInnen, um darüber zu schreiben, weil er wirklich auch diese andere Seite haben wollte, die andere Herangehensweise, künstlerischen. Und da hat ja Peter Weiß zum Beispiel, hat ja auch ein ganz tolles Theaterstück dann daraus montiert, also die Ermittlungen. Mhm.